Willkommen zurück zu Let's Play Castle. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ich weiß nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben, aber wir haben jetzt alles zusammen, hoffe ich, um den Tresor zu knacken. Irgendwo war doch einer. Hier offensichtlich nicht. Nee, wo war der denn? In der Kirche? Nicht. Ja. War nicht irgendwo ein Tresor, wo er gesagt hat, gib mir ein Dingens und ich krieg den auf? Anscheinend nicht. Nee, stimmt, wir haben beim letzten Mal dieses Rätsel mit den Pfeilen gelöst und jetzt haben wir ein Sägeblatt. Yay! Also wir brauchen hier diese Säge. Da kommen wir aber so nicht hin, weil wir erst irgendwie einen Balken oder so darüber legen müssen. Das sah gerade aus, hätte ich hier was greifen können. Da habe ich mich aber wohl geirrt. Wo können wir denn hier noch was machen? Das mit dem Sägeblatt hat mir jetzt ja gar nichts gebracht. Wir holen uns mal einen Tipp. Ah, okay. Hier fehlt immer noch der Ring. Ja, hier fehlen beide Augen. Wir haben aber nur eins. Was können wir denn hier noch machen? Nix, oder? Oh, was ist das denn? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Dort ist ein Edelstein in Gulia. Meine Hand passt nicht durch das Gitter. Aha. Jetzt geht es endlich weiter. Es tut mir leid. Tennis. Nee, das ist ein Baseball. Tanzen. Gabel? Ah, es war nicht tanzen, es war ein Brautpaar. Okay. Da ging es, glaube ich, darum, wer was frisst. Und ich glaube, der Vogel frisst die Schlange und die Schlange frisst den Wurm. Irgendwas plus irgendwas ist 13. Da ist die 11. 15. Ja, mein Metallring.
Eine dicke Metallplatte verdeckt den Gulli. Gulli? Das ist doch kein Gulli. Der Deckel ist verriegelt. MBH Verlagsfirma, 9. September 2006. Ich habe weder jetzt noch irgendwann Interesse daran, deinen Roman zu veröffentlichen. Ich habe deinen Roman nun schon wiederholten Mal abgelehnt und habe dich höflich gebeten, damit aufzuhören. Falls du mir weiterhin eine Kopie deines Buches schickst oder in irgendeiner Weise versuchst, mit mir zu sprechen, werde ich mich an die oberste Dienststelle wenden. Ich habe Verständnis dafür, dass du eine harte Zeit durchmachst, aber ich auch. Ich schlage vor, dass du dir Hilfe suchst und hoffe, dass du mehr Glück mit deinem Roman beim anderen Verlag hast. Es gibt einen Absagebrief von Catherine Saunders. Gibt es in diesem Fall irgendjemanden, der nichts mit der Buchindustrie zu tun hat? Das ist aber kein formeller Brief. Der sieht viel persönlicher aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Killer Saunders kannte. Es ist verschlossen. Geht doch. Wie oft soll ich denn da noch draufklicken? Und hier haben wir ein Holzbrett, das im Kleiderschrank steht. Ich verstehe es nicht. Ich muss es aber wohl auch nicht verstehen. So, jetzt können wir hier rüber und die Säge nehmen. Das wird jetzt kombiniert. Und wir haben eine Kreissäge. Samuel Meyer, doch nicht Franklin Turner? Der Doppelgänger, ein Roman von Franklin Turner? Nein, Benjamin Burke. Ich habe ein Buch und ein tolles Pseudonym für dich gefunden. Das ist dein Buchmanuskript. Meyers hat es wahrscheinlich gerade gelesen, aber warum hat er es dann so versteckt? Sieht so aus, als wurde es ursprünglich von Franklin Turner geschrieben. Das könnte auch der Grund für seinen Einbruchsversuch sein. Die Anmeldung hier ist mit V unterschrieben. Ich gehe jede Wette ein, dass Meyers das von Vernon Hughes bekommen hat. Moment, Franklin Turner hat das geschrieben und Samuel Meyers hat es von Hughes bekommen und vielleicht soll es unter einem anderen Namen veröffentlicht werden. Also nach dem Motto, ne? Den Ruhm für wen anders einsacken? Das Krankenhaus hat gerade angerufen. Catherine Saunders ist aufgewacht und könnte jetzt befragt werden. Okay, gut, wir machen uns gleich auf den Weg zu ihr. Hallo Catherine, ich bin Detective Beckett und das ist mein Partner Castle. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Sagen Sie mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kennen wir uns? Nein, ich denke nicht. Catherine, an was können Sie sich von dem Überfall erinnern? Nicht viel. Alles ging so schnell. Ich weiß noch, dass ich in der Bibliothek war, als mir von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Als ich aufwachte, war ich an einem Stuhl im Glockenturm gefesselt. Was haben Sie in der Bibliothek gemacht? Nach Büchern gesucht? Ich bin zurzeit arbeitslos und deshalb verbringe ich meine Tage mit Lesen. Ich ging in die Bücherei, um mir ein neues Buch zu suchen. Wir haben einen Abschiedsbrief gefunden, den Sie geschrieben haben. Absagebrief, Entschuldigung. Als Sie noch für das MBH-Verlagshaus tätig waren. Haben Sie da gearbeitet? Erinnern Sie sich an einen Franklin Turner? Ich habe schon mal für MBH gearbeitet, ja, aber das ist schon Jahre her. Was hat Franklin Turner denn damit zu tun? Glauben Sie, dass er das war? Wir haben Grund zur Annahme, dass er nicht nur für Ihren Übergriff, sondern auch für zwei weitere Morde verantwortlich ist. Wie haben Sie Turner kennengelernt? Turner tauchte bei MBH auf, um mich zu bitten, sein Buch zu lesen, zu veröffentlichen. Als ich das ablehnte, wurde er sehr wütend und handgreiflich. Ich ließ ihn von Sicherheitsbeamten zur Tür begleiten und habe seitdem weder von ihm gehört noch ihn gesehen. Hatten Sie jemals irgendeine Beziehung zu Turner, außer diesem einen Treffen?
Wir haben eine Ausgabe von Der Glöckner von Notre Dame am Tatort gefunden. Darin spielt der Killer darauf an, dass er Quasimodo sei und sie seine Esmeralda. Der Glöckner von Notre Dame. Ich liebe dieses Buch. Aber nein, meine Beziehung zu Turner war definitiv keine Liebesbeziehung. Sie war nur auf Auseinandersetzungen gerichtet. Das wäre soweit erstmal alles. Ruhen Sie sich noch ein bisschen aus. Danke, Catherine. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte. Ich hoffe, dass Sie diesen Psychopathen bald finden. So, wir sind jetzt in der Bibliothek. Jemand hat seine Brille hier gelassen. Vielleicht gehört sie Catherine Saunders. Ich glaube nicht, dass das hier sieht aus wie getrocknetes Blut. Ich glaube nicht, denn das hier sieht aus wie getrocknetes Blut. Doch die Krankenschwester sagte uns, dass sie nur ein paar Beulen und Blutergüsse hatte. Richtig. Und dieser Blutfleck ist auch mindestens ein paar Tage alt. Wäre es möglich, dass eines der anderen Opfer von hier aus entführt wurde? Klar, warum nicht? Och, herrje, was denn? Die Jacke sieht alt aus und der Reißverschluss ist verrostet. Der Schlitten wird sich keinen Zentimeter bewegen. Ja, wir brauchen den Zipper daraus, aber ich glaube, so kriegen wir den nicht. Der Sicherheitsalarm ist aktiv. Wenn ich jetzt die Türen öffne, wird er ausgelöst. Beim Sicherheitsbedienfeld fehlt die Batterie. Okay. Ich muss erst ein Loch bohren. Batterie, kriminelle Energie. Oh. Wir können tatsächlich mal wieder wimmeln hier. So, dann brauchen wir Dollarschein. Gekauter Kaugummi. Lecker, wofür das denn? Außerdem Kamera, Haargel und Muschel. Schlüssel, Federgriff, Handtasche. Kanne, Taschenmesser, Bonsai. Schüssel, nicht Schlüssel. So, das muss ich jetzt irgendwie schnell schaffen, weil gleich ist die Zeit um. Wo sollen denn hier Schüsseln sein? Da. Ich dachte erst, das gehört noch zum Schuh. So, wir haben jetzt Haargel. Ich habe keine Ahnung, warum, aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Bis dahin.